Moin Moin, ich bin Sven, wir sind hier im wunderschönen Hamburg bei der Oldtimer-Tankstelle und wir zeigen euch heute zusammen mit eBay, welche Frühlingschecks ihr an eurem eigenen Fahrzeug machen könnt. Dafür haben wir uns diese kleine Knutschkugel hierher geholt. Die hat richtig gelitten im Winter, Streusalz, Winterdreck, alles mögliche, und damit fahren wir jetzt erstmal waschen. Das ist unsere Basis und damit legen wir jetzt los. So, wir sind jetzt hier bei der Waschstraße angekommen. Das Wichtigste vorab ist einmal vernünftig abkärchern, einmal mit dem Hochdruckreiniger rübergehen, damit der ganze Streusalz und ganze Streusplitt runterkommt, weil normalerweise sonst wirkt das wie Sandpapier auf dem Lack und dann gibt es eine richtig schöne Schaumwäsche. So, wir haben jetzt hier bei eBay noch mal ein paar Produkte geshoppt. Felgenreiniger, Reifenlandsprays und Politur, wenn du deinem Lack noch mal was Gutes gönnen möchtest. So, was wir uns jetzt hier angucken ist, überall die Stellen, wo die Waschanlage nicht rangekommen ist. Und was wir dann noch machen ist, wir knöpfen uns hier die Türgummis vor, weil wir gehen mit ein bisschen Fett rüber. Das hält die geschmeidig. Worauf ihr unbedingt auch achten müsst, dass ihr auch mal in die ganzen Zwischenräume reinguckt. Da eignet sich eigentlich mal ganz gut ein Pinsel, weil die Gefahr ist, wenn das verstopft, sammelt sich da Wasser und dann rostet das und das ist nicht gut. Also nach dem Waschen, wir sehen uns als erstes die Batterie an. Die hat im Winter extrem gelitten durch die extremen Temperaturen. Wir haben uns bei eBay ein richtig gutes Ladegerät besorgt und wir laden sie jetzt einmal komplett auf. So, wir haben jetzt hier die Starterbatterie. Wir lösen jetzt hier den Minuspol. Wenn wir das Ding jetzt eh schon abhaben, dann nehmen wir uns einmal dieses Batteriepulfett, was wir auch bei eBay bestellt haben, und machen da halt einfach ein bisschen Fett drauf. Das schützt einmal vor Korrosion. So, okay. Eingefettet, jetzt nehmen wir uns das Ladegerät. Hier steht richtig fein drauf, das ist halt der Minuspol. Hier bei der Batterie ist auch immer direkt mit eingestanzt, was der Minuspol ist. Das kann man gar nicht verfehlen. Den Pluspol. So, jetzt haben wir hier das Ladegerät. Hat einen Automodus. Und zusätzlich noch einen Recondition-Modus. Der ist halt dafür da, wenn ihr die Starterbatterie im Winter einmal richtig komplett entladen habt, dann empfiehlt es sich immer, diesen Recondition-Modus zu machen. Und dann könnt ihr das ganz entspannt abnehmen und habt eine fitte Batterie.